Ich sitze auf Camilo, das ist mein jüngstes Teammitglied. Das ist das neueste Pferd, was ich habe. Er ist ein Lusitano-Hengst und ein Halbbruder zu Archimedes, den ich schon ein bisschen länger habe. Heute sind wir hier für das Festherrn-Reitturnier. Es ist ja auch das erste Mal, dass so eine große Show am Mittwochabend stattfindet. Mhm. Bist du aufgeregt? Ja, ich bin total aufgeregt. Ich bin eigentlich immer aufgeregt vor einer Show. Und vor dieser besonders, weil wir haben relativ viele Nummern und viele Wechsel im Hintergrund, die alle schnell funktionieren müssen, damit wir das alles schaffen. Und da bin ich sehr, sehr aufgeregt drüber, ja. Mhm. Worauf kann man sich denn überhaupt freuen? Also wie würdest du deinen Job jemandem erklären, der gar keine Ahnung hat, was du da so machst? Ich bin sehr vielseitig, also alles, was rund ums Pferd ist, habe ich eigentlich irgendwie auch schon mal gemacht oder mache ich gerne und habe ich auch schon mal ausprobiert. Es gibt dann ein paar Sachen, in die ich mich natürlich ein bisschen mehr oder wo man sagen kann, okay, das ist so meine Hauptdisziplin. Und da würde ich jetzt sagen, ist es eigentlich die Freiheitsdressur gekoppelt mit der spanischen Reitweise. Das ist so das, was ich, das ist mein Herzstück quasi. Und heute Abend zeigen wir verschiedene Lektionen auch, also verschiedene Reitweisen. Einmal die spanische Garrocha-Reitweise zusammen mit einer Feuernummer. Dann einmal was ganz klassisches Altes, und zwar der Damensattel. Was sehr, sehr schön ist, was deswegen auch ein Solo ist und auch gar nicht mehr so häufig gemacht wird. Und ich möchte es ein bisschen mehr vorantreiben. Dann machen wir eine Freiheitsdressur zusammen, mein Freund und ich. Das ist auch eine Herzstücknummer, weil die noch im Aufbau ist. Und wir zeigen sie gerade zu dem heutigen Stand. Und der Schwierigkeitsgrad ist da sehr groß, weil das fast alles Hengste sind, mit denen wir arbeiten. Und ja, wir halt gucken müssen, dass die alle konzentriert bleiben. Ja, ich habe mich das eben so ein bisschen gefragt. Hengste, das ist ja schon viel Temperament. Und ich meine, das, was du machst, ist ja nicht ganz ungefährlich. Wie kam die Entscheidung? Warum keine Stuten zum Beispiel? Das war parallel tatsächlich mit meinem Freund und mir. Also ich hatte schon immer dieses, man kann so ein bisschen sich, um sich da rein zu versetzen, Black Beauty, der schwarze Hengst und so weiter. Das ist so Kindheitstraum, ne? So ein Hengst zu haben, ein schwarzes, wunderschönes Pferd mit wallender Mähne. Das hat, glaube ich, jedes Kind auch schon mal irgendwie davon geträumt. Und ich finde den Ausdruck bei Hengsten einfach sehr speziell. Und wenn die in die Show gehen und sich so präsentieren, das hat einfach nochmal einen anderen Effekt, wie wenn es eine Stute oder ein Wallach ist. Und ich habe auch natürlich Wallache und ich arbeite auch sehr gerne mit denen und man hat noch mehr dieses Freundschaften, dieses Spielerische. Es ist noch, man sieht das noch ein bisschen mehr und bei den Hengsten hat man sehr, sehr klare Regeln, musst du natürlich bei den anderen auch haben, aber bei den Hengsten ist alles nochmal auch mal ein bisschen schärfer getimed auch, ne? Wo du die positionierst. Und es ist ein sehr hoher Anspruch an dich selber, das mit Hengsten zu schaffen. Aber in der freien Wildbahn sind ja auch mehrere Hengste auch in einer Herde drin und verstehen sie. Es gibt nicht nur einen Leithengst. Und in der freien Wildbahn gibt es auch keine Wallache. Also müssen sie sich ja irgendwie arrangieren und verstehen. Also habe ich es mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht und mein Freund parallel tatsächlich auch, es mit den Hengsten zu versuchen. Natürlich haben wir beide Köpfchen und machen es, solange es geht. Und wir versuchen, da auch, wir kennen auch die Risiken und versuchen uns natürlich vorzubereiten, darauf einzustellen. Das ist eine Sache, die man als Profis machen sollte. Man sollte nicht direkt einfach so Hengste zusammenlassen, haben wir auch nicht gemacht. Ne? Du bist als selber immer sozusagen der Chef, das Leittier. Und die anderen sind dabei und jeder hat seinen Platz. Und es gibt sehr, sehr klare Regeln, wo die Pferde sich dran halten können und wo sie sich dann auch drin sicher fühlen. Ja, du machst ja nicht nur Shows, du hast ja jetzt in Filmen mitgewirkt, du machst Seminare. Was ist denn das, wo du sagen würdest, okay, das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten weiterhin mache? Oder kannst du dich da entscheiden? Also ich bin tatsächlich, ich mache gerne eine Mischung von allem. Ich bin niemand, der immer eins so sporadisch abspulen kann. Ich habe immer ganz gerne, zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang bei Cavaluna mitgemacht bei der Show, das war auch total toll. Ich mache aber gerne eben die Mischung. Wenn ich jetzt nur das machen würde, nur Show, würde ich dann auch irgendwann sagen, würde ich müde werden davon. Ne? Und meine Pferde auch ein bisschen. Also dieses alles, wo es immer sporadisch dasselbe ist oder immer kontinuierlich dasselbe, ist, man fängt an, ein bisschen weniger von sich zu geben. Und ich habe gerne immer diesen Funken parat oder auch ein bisschen auch diese Animation zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Was Neues zu erforschen. Ne? Deswegen immer wieder neue Aufgaben, die einen auch fordern und weiterbringen. Also Filme finde ich toll, wenn es tolle Aufgaben sind und es ist auch, macht auch immer mega Spaß, mit dem Filmteam zusammenzuarbeiten, Filmpferde. Und Shows finde ich toll, verschiedene Shows zu machen.
und das Training und die Lehrgänge auch da eine gesunde Mischung draus zu finden. Also ich kann mich nicht für eins entscheiden, es ist wirklich eine Mischung. Okay, es gibt ja trotzdem auch 1 Million Sachen, die schief laufen können. Mhm. Hast du auch Ängste, wenn du dann in der guten Stube, nennt man das, glaube ich, oder Manege, ich weiß nicht, je nachdem, ob man im Zirkus oder im Reiten ist gerade. Hast du da auch Ängste, wenn du da stehst, oder lässt du die wirklich fallen? Also wir kennen die Risiken, ne? Ab einem gewissen, also wenn du irgendwann anfängst, profimäßig das zu machen, dann bist du dir über die Risiken, die das Ganze mit sich bringt, bewusst. Aber um eine gute Show abzuliefern oder um für einen Film auch gerade zu stehen, musst du auch eine gewisse positive Einstellung haben und einfach einen Glauben an dich und an die Pferde. Und ab einem gewissen Punkt, gerade in der Freizeit, musst du abgeben. Und das muss man lernen. Du musst einfach ein bisschen so alle Emotionen und alles so auf neutral führen. Einfach nur kurz atmen, zu dir kommen und reingehen und das Ganze einfach laufen lassen. Das ist tatsächlich so ein bisschen einfach loslassen. Was ist für dich denn das Besondere an der Arbeit mit den Pferden? Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Pferde sind sehr ehrliche Tiere und sehr majestätische Tiere, sehr sensible Tiere, die aber auch sehr, sehr direkt sind. Und die uns Menschen auch wahnsinnig viel beibringen. Also mit einem Pferd, gerade in der Art und Weise, wie wir arbeiten, eben in der Bodenarbeit oder in der Freiheitsdressur, du musst sehr, sehr fair sein, du musst dir alles genau überlegen, einen logischen Ablauf zu finden, du musst klar kommunizieren. In der heutigen Welt wird sehr wenig klar kommuniziert. Es wird viel irgendwie dann hintenrum gesagt oder es wird irgendwas gesagt, aber anders was gemeint. Ich habe das Gefühl, so unter Menschen wird wenig mit Körpersprache und wenig klar und wenig ehrlich kommuniziert. Und die Pferde bringen dich immer wieder zurück und zeigen dir, was richtig ist. Du kannst nicht mich angrinsen, aber innerlich einen Graul haben. Das funktioniert nicht. Die Pferde merken das. Die Pferde merken, wenn du Angst hast. Die Pferde merken, wenn du nicht gut drauf bist. Die Pferde merken deine Emotionen. Das heißt, du musst mit ihnen ehrlich kommunizieren. Und wenn was nicht geht, das sind ja die Sachen, Momente, die dann schwierig sind, wenn was nicht funktioniert, musst du dazu ehrlich sein, musst du dazu stehen, und funktioniert es nicht, dann musst du dir was anderes suchen. Das heißt, eine Lösung finden für Sachen, die nicht funktionieren. Und das ist eigentlich etwas, was dich in deinem ganzen Leben weiterbringt, mit allen möglichen anderen Situationen auch. Und das ist ein Lerneffekt, den ich mit den Pferden, durch die Pferde halt eben bekommen habe. Mhm. Und vielleicht so ein kleiner Sneak Peek. Gibt es so einen Moment, auf den du dich heute besonders freust, wo du denkst, oh, wenn das die Zuschauer sehen, das wird schon echt cool aussehen? Ich glaube, es gibt viele kleine Momente in der Nummer, wo mein Freund und ich zusammen sind. Am Ende ist, glaube ich, ein sehr schöner Moment, wenn alle Pferde zusammen reinkommen, unsere Pferde sich drehen und die letzten beiden Pferde quasi frei reingaloppieren und ihren Platz finden in der Herde. Und das ist, glaube ich, so ein kleiner Wow-Effekt, wo wir auch viel gearbeitet haben für. Und ja, da freue ich mich sehr. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.